Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich heute an diesem stürmischen Tag zu einer neuen Woche im Kabeljournal, Ihrem Regionalfernsehen. Das 13. internationale Festival für Jugendblasorchester, die Saxoniade, fand am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen statt. 500 junge Musiker aus Deutschland, Bulgarien, Litauen, China, der Slowakei und der Tschechischen Republik trafen sich, um gemeinsam zu musizieren. Das Deutsche Rote Kreuz im Großeinsatz, das gab es noch nie bei der Saxoniade. Aber diesmal zur 13. Auflage des Internationalen Festivals für Jugendblasorchester am bislang heißesten Wochenende 2015. Da hieß es Wassermarsch, auch am 4. Juli, um für die Musiker den Auftritt zur Musikschau der Nationen auf dem Kunstrasenplatz des Hotsportzentrums erträglicher zu machen. So dass also die Musiker hinter den Kulissen mit Wasser versorgt werden, dass sie nicht umfallen, und wollen das hier etwas ausgiebiger machen. Und freuen uns natürlich über jeden, der hier erschienen ist, trotz dieser Hitze, weil es ist wirklich schwierig bei diesen Temperaturen zu musizieren und natürlich sich auch zu bewegen. Die vielen Majoretten stehen auch da, die wollen sich auch bewegen, und letztendlich ist es wirklich Wahnsinn, was wir hier trotzdem trotz der Hitze machen können. Jahr aus 10, also von 10 Orchestern aus 6 Nationen, aus Litauen, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Bulgarien und natürlich, wir haben es schon gesehen, aus China. Schön, dass ihr da seid, und ich finde das wirklich sehr beeindruckend, dass wir die Tradition der vergangenen Jahre fortsetzen können. Nicht nur, dass die Orchester vom Oberbürgermeister der Stadt Hohenstein-Ernsthal begrüßt werden, sondern vor allem, dass sie in ihrer Landessprache begrüßt werden. Für Begeisterung sorgt immer wieder Lars Kluges Chinesisch. Also alle die, die bitte der chinesischen Sprache mächtig sind, die möchte ich darauf hinweisen, der Dialekt, den ich jetzt vortrage, das ist eine Art von Festlandchinesisch. Hab mir sagen lassen, die Herrschaften kommen auch von dort. Mal gucken, ob sie es verstehen. Chinai de Hangzhou Bao Shuda Xinshen Xiuxiao Bao Xi Guan Yu Dui De Chun Qi Chiang Chuan. Selbst wenn man nicht Fremdsprachen beherrscht, sich mittels Musik zu verständigen, das geht immer. Musik verbindet, wird Völker verständigen und Frieden sichern. Das ist eine allseits bekannte Weisheit, und deshalb sind wir froh, in diesem Jahr bei der 13. Saxoniade wieder Orchester aus der ganzen Welt in Sachsen willkommen heißen. Der Staatssekretär Uwe Gaul überbrachte die Grußworte der sächsischen Staatsministerin Dr. Eva Maria Stange, die für die 13. Saxoniade die Schirmherrschaft übernommen hatte. Nachdem die letzten Auflagen, die Dankeschön-Veranstaltungen in den Gastgebergemeinden ausgenommen, ausschließlich in Hohenstein-Ernsthal durchgeführt wurden, waren in diesem Jahr die Orchester auch in Zwickau unterwegs. Das haben wir in den letzten Jahren leider nicht gemacht, haben aber das begrüßt, dass Zwickau auf jeden Fall wieder in unsere Veranstaltungsangebot aufgenommen wird, weil wir wirklich sagen, Zwickau gehört dazu, von Zwickau bekommen wir Fördermittel, also müssen also auch mit Zwickau zusammenarbeiten. Jugendblasorchester kamen nicht zusammen, um einfach nur gemeinsam zu musizieren. Sie standen außerdem im Wettbewerb. 2 Tage lang fanden die Wertungsspiele statt, und eine fachkundige Jury musste in verschiedenen Kategorien die Sieger ermitteln. Vor 2 Jahren war die Qualität ganz anders. Da waren andere Orchester besser bewertet und andere wieder schlechter. Also es hat sich auch gewandelt in 2 Jahren, weil es ist immer so, ein Generationswechsel findet immer statt. Durch die Schulen, durch das Alter, ja. Manche gehen studieren, ziehen weg und wie auch immer. Also es ist immer ein Generationswechsel, vor allen Dingen, weil es Jugendblasorchester sind, und da passiert das dann halt.
Die kürzeste Anreise hatte das Jugendblasorchester Hohenstein-Ernsthal, ein regelmäßiger Teilnehmer bei der Saxoniade. Also wir sind mit dem Ergebnis bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Wir haben gestern ein schönes Konzert gespielt, gestern Abend, und hatten dann heute unser Wertungsspiel. Es war natürlich von den klimatischen Bedingungen her etwas schwierig, aber mit den gleichen Bedingungen mussten auch die anderen Orchester kämpfen. Und wir hatten selber das Gefühl, dass wir ganz gut unsere Titel vorgetragen haben. Und die Einschätzung dann der Jury, die hat uns im Prinzip dahingehend bestätigt. Vorbereitet auf das Festival haben sich die Hohenstein-Ernsthaler schon über Monate. Allerdings ahnte niemand, dass die Naturwissenschaft in diesem Jahr eine große Rolle spielen würde. Es ist immer bei den Temperaturen, ist immer die Intonation recht schwierig. Also dass dann kleine Temperaturschwankungen bringt da sozusagen den ganzen Klang irgendwie durcheinander. Und damit hat man heute natürlich auch zu kämpfen, die anderen Orchester entsprechend auch. Und dann gab es immer ein paar kleine technische Unsicherheiten, aber ebenso das ganz große, gravierende Problem, wie wir das vielleicht auch vor 2 Jahren hatten. Da gab es auch von der Jury also keine Bemerkung diesbezüglich, sodass wir also da mit einem ganz guten Gefühl eigentlich rausgegangen sind. Das Gefühl war nicht trügerig. Das Jugendblasorchester Hohenstein-Ernsthal belegte in diesem Jahr in der Kategorie 3 den ersten Platz. Damit heißt es nun aber nicht für das Orchester, sich auszuruhen. Also wir spielen am 10. Juli in Frankenberg zum Festival Klangfarben. Dann machen wir so eine klitzekleine Sommerpause, bevor wir dann wieder am 9. August zum Bergfest präsent sind. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Ende August kommt dann das Hüttengrundfest und dann haben wir im September das Stadtfest. Also unser Programm ist schon wieder voll gefüllt. Wir sind auch eben zu erleben. Und natürlich beginnt dann, wenn die Ferien im August vorbei sind, beginnt dann auch schon wieder die Erarbeitung des Weihnachtsprogramms und auch schon möglicherweise Titelverwertungsspiele im nächsten Jahr. Gewinner gab es zur 13. Saxoniade aber noch andere. In der Kategorie 2 siegten die Crazy Monkeys aus Merane und in der Kategorie 4 setzte sich das litauische Orchester der Musikschule Ponios Jonušas aus Vilnius durch. Auch für den Saxoniade-Verein geht die Arbeit weiter. Wir werden auf jeden Fall weitermachen, also nächstes Jahr wieder unser Roland-Zimmer-Wettbewerb, Swing in Saxonia und natürlich auch in 2 Jahren wieder die Saxoniade. Für diese Veranstaltungen werden bereits jetzt wieder Sponsoren gesucht. Also ich kann auf jeden Fall mich bedanken für die neuen Sponsoren, die wir dieses Jahr gewonnen haben, die also mehr oder weniger uns geholfen haben, die dieses Jahr die Saxoniade durchzuführen. Die Musikschau der Nationen wurde mit einem Ausmarsch beendet. Mit der Hymne des Erzgebirges, die man sogar tanzen kann. Im Anschluss ging es am Hotspurzentrum musikalisch weiter. Die Sonne prasselte nicht mehr ganz so herunter, so dass die Abendstunden angenehm wurden mit dem Programm Musik und Show nonstop. Das muss doch nicht sein. Schöne Küchen gibt's bei Rico Möbel. Einrichten, wohlfühlen, zufrieden sein. Jetzt ist große Apfelernte bei Rico Möbel. Je nach Auftragswert für Ihre neue Küche erhalten Sie ein iPhone, ein iPad oder ein MacBook gratis dazu. Überzeugen Sie sich einfach. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. In Stolberg Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a.
Vom 3. bis 5.7. feiert die Gellertstadt Heinichen den 300. Geburtstag ihres großen Sohnes. Christian Fürchtegott Gellert wurde am 4. Juli 1715 in Heinichen geboren. Der Dichter und Moralphilosoph war zu Lebzeiten der meistgelesene deutsche Autor. In seiner Geburtsstadt wird das 300. Wiegenfest des großen Literaten mit einem Gellert-Jahr begangen. Dieses gipfelte nun in einem Festwochenende. Der Glanzpunkt war ein Konzert des weltberühmten Leipziger Thomanerchores in der Trinitatiskirche. Zu diesem Musikereignis konnte Pfarrer Friedrich Scherzer und Bürgermeister Dieter Greisinger 1200 Gäste begrüßen. Darunter auch den Bundesinnenminister und Schirmherr des Gellert-Jahres, Thomas de Maizière. In seinem Grußwort zog der Politiker so manchen Rückschluss aus Gellerts Schriften in die Gegenwart. Belebte jedes Herz der Geist der Menschenliebe, so wären Neid und Hass noch unbekannte Triebe. Als Glieder schuf uns Gott als Bürger einer Welt, in der des einen Hand die Hand des anderen hält. Wir trennen dieses Band und bleiben fühllos stehen und bauen unser Glück auf unser Untergehen. Ist das eine Analyse, die ihr zutrifft? Wir hoffen nicht. Deswegen hoffe ich, dass an diesem 300. Geburtstag von Gellert wir uns Hand in Hand daran machen, nicht das Glück auf unser Untergehen zu bauen, sondern auf eine heilere Welt. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute den Bürgern von Heinichen und ein friedliches und fröhliches Geburtstagswochenende. Das Konzert hat die Stadt dem in Heinichen geborenen und in der Schweiz lebenden Peter Mattis zu verdanken. Er hat den Auftritt des Leipziger Thomanerchores gesponsert. Der Erlös aus dem Eintrittskartenverkauf soll komplett für die Sanierung der Kirchenorgel verwendet werden. Nach dem Festkonzert wartete eine spektakuläre Lasershow auf Gellerts Geburtstagsgäste. 1500 Menschen erlebten auf dem Marktplatz eine fulminante Inszenierung aus Licht und Farben, bei der die Geschichte Heinichens und die des großen Sohnes der Stadt erzählt wurde. Obwohl wir in ärmlichen Verhältnissen leben, genießen wir Kinder doch eine gute Ausbildung und werden berühmt. Christen, Ehre Gott Gellert, bringt es als Metallurge und Mineraloge zu hohem Ansehen, während ich, Christian Fürchtegott Gellert, der Farbedichter, als meistgelesener deutscher Schriftsteller der Aufklärung und meiner Zeit gelte. Pünktlich um Mitternacht gab es dann ein Geburtstagswillkommen für Christian Fürchtegott Gellert. Es spielten die Posaunenchöre der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde und der landeskirchlichen Gemeinschaft. An Gellerts Geburtstag meinte es Petrus dann etwas zu gut. Bei Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke zogen die Heinichener das Freibad dem Marktplatz vor. Der Auftritt des großen Bürgerchores unter der Leitung von Kantor Stefan Gneuß fand nur wenige Zuhörer. Bewundernswert waren die Darsteller in ihren historischen Kostümen. Stadtrat Thomas Kühn als Gellert Bruder Christlieb Ehregott, der Amtsgerichtsdirektor von Döbeln-Heinichen Lutz Hasselmann als Friedrich II. Und Altpfarrer Siegfried Schmidt in der Rolle von Christian Fürchtegott Gellert. Bei Temperaturen von knapp 40 Grad spielten sie die Episode, als der Fabeldichter mit dem Preußenkönig zusammentraf. Ich selbst bin nicht damit zufrieden. Sehr zur Freude der Kinder sorgte die Heinichener Feuerwehr für eine kleine Abkühlung. Auch die Gellert-Brüder hatten sich an ein schattiges Plätzchen im Garten des Tuchmacherhauses zurückgezogen. Ich habe hier übrigens leckeren Sahne-Bisee-Kuchen. Und das bekomme ich auch, mein lieber Bruder. Ja. Er wurde mir auf das Eindringlichste empfohlen.
Was wäre ein Geburtstag ohne Blumen? Die bekam jedoch nicht nur der Jubilar, sondern auch zwei Damen. Bürgermeister Kreisinger bedankte sich bei Kulturamtsleiterin Evelyn Geisler und der ehemaligen Geschäftsführerin des Mittelsächsischen Kultursommers Regina Herberger für ihren großen Anteil am Gelingen der Geburtstagsfeierlichkeiten. Zuschauer, in Limbach-Oberfrohna gibt es seit der vergangenen Woche einen neuen Spielplatz und mehr dazu erfahren Sie jetzt in Kabeljournal Spezial. Die Hitzewelle hatte am 2. Juli zwar auch schon Limbach-Oberfrohna erreicht, das tat der Feierlaune jedoch keinen Abbruch, denn es ging immerhin um die Einweihung eines neuen Spielplatzes im Wohngebiet am Hohen Hain, vollzogen mit dem berühmten Durchschneiden des Bandes. Wir haben den Spielplatz vor über einem Jahr neu konzipiert, das heißt also, der Spielplatz, der alte Spielplatz ist marode gewesen. Und so haben wir gesagt, also müssen wir unbedingt zurückbauen und es nützt nichts, muss weg. Dann haben wir gesagt, also wir wollen den Spielplatz nicht gänzlich canceln, sondern wir wollen, weil unsere Kinder ja unsere Zukunft sind, auch einen neuen Spielplatz wieder errichten. Und das haben wir also auch getan. Und dazu haben wir uns aber andere mit ins Boot geholt, unter anderem unsere Spielplatz-Patenklasse aus der Geschwister-Scholl-Schule. Das ist die jetzige 9a. Schüler, die altersmäßig nicht mehr ganz zu dem Kinderspielplatz passen, sich aber darum kümmern. Das ist so dazu gekommen, dass unsere Schule zwei Gebäude hat. Oben das Oberhaus, sagen wir immer dazu, das Hauptgebäude. Und hier unten im Bonavita eine Hälfte. Und das bedeutet, die 5. und 6. und 7. Klassen werden hier unten unterrichtet und pendeln immer hin und her. Natürlich halten die sich auch mal auf dem Spielplatz auf und verunreinigen den auch manchmal zum Ärgernis der Anwohner. Und da haben wir gesagt, irgendwas müssen wir hier mal loslassen, dass es keinen Ärger mehr gibt. Und haben wir gesagt, okay, dann reinigen wir das auch wieder, bringen den Spielplatz in Ordnung, halten Ordnung und passen auf, dass er auch von unseren Schülern nicht verunreinigt wird. Und so ist das gekommen. Haben wir Kontakt aufgenommen mit der Wohnungsgenossenschaft und haben halt diese Patenschaftspflege ins Leben gerufen. Als über die Neugestaltung des Spielplatzes nachgedacht wurde, verstand es sich von selbst, dass die Wohnungsgenossenschaft Limbach-Oberfrohna die Paten des Spielplatzes ein Wörtchen mitreden lässt. Aber nicht nur die, auch Eltern und Kinder wurden bei der Entscheidungsfindung, wie der neue Spielplatz gestaltet werden soll, mit einbezogen. Wir haben also in gemeinsamer Runde beraten, was wollen wir auf dem Spielplatz errichten, um also nicht an den Kindern irgendwo vorbeizureden und vorbeizukonzipieren. Und ich denke, im Ergebnis ist uns das gelungen, denn wir haben also nichts gemacht, was die Kinder nicht selbst wollten. Bereits im vergangenen Jahr saß die Arbeitsgruppe, bestehend aus Eltern, Vertretern der Patenklasse und vom Vorstand der Wohnungsgenossenschaft sowie vom Kabelnetzbetreiber Tele Columbus zusammen, um zu beraten, welche Spielgeräte sinn- und zweckvoll wären, damit Kinder jeden Alters Spaß auf dem Spielplatz haben. Dass die Auswahl gut getroffen wurde, durfte man bereits am 2. Juli erleben. Der Spielplatz wurde von allen schon auf zwei Beinen stehenden Kindern jeden Alters genutzt. Aber um so einen Spielplatz bauen zu können, bedurfte es finanzieller Mittel. Dieser Spielplatz, so wie er jetzt hier steht, mit dem Zaun und den ganzen Spielgeräten, hat die Genossenschaft 35.000 Euro gekostet. Wir sind also auch an der Stelle nicht allein gelassen worden, denn einige unserer Geschäftspartner, Freunde und Partner der Genossenschaft haben sich an der Finanzierung auch beteiligt. Da ist eine stolze Summe von 17.500 Euro zusammengekommen. Das heißt also, die Hälfte wurde durch Sponsoren
zusammengetragen, sodass wir also wirklich sagen können, wir haben hier also einen gemeinschaftlichen Spielplatz mit unseren Partnern gestaltet für unsere Kinder in Limbach-Oberfrohna. Denn es ist also nicht ein Spielplatz für unsere Genossenschaft, denn der Spielplatz ist im öffentlichen Bereich, sodass alle Limbacher Kinder den Spielplatz nutzen können. Und wir freuen uns besonders, dass also, wir also auf offene Ohren gestoßen sind und so viele mitgemacht haben. Wer alles dazu beigetragen hat, dass das Wohngebiet am Hohen Hain in Limbach-Oberfrohna nun über den neuen Spielplatz verfügt, steht auf der Tafel, die am 2. Juli enthüllt wurde. Und auf aller Wohl. Dankeschön. Prost. Was an diesem vergangenen heißen Wochenende noch so los war, das erfahren Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Der Angelsportverein Lunsenau veranstaltete am 4. Juli an der Mulde hinter dem Rathaus das 11. Fischerfest. Begonnen hat das Ganze 2005 mit dem sogenannten Familienangeltag, ist aber dann im späteren mal umbenannt worden, weil es ja treffender ist. Fischerfest. Fischerfeste, wissen wir, gibt es ja eigentlich deutschlandweit, wo es eben auch Gewässer und Fische gibt. Und wir dachten uns, das passt. Das 11. Fest war zugleich das wärmste. Im Vorfeld rechneten die Veranstalter damit, dass deswegen die Gäste ausbleiben. Aber wir sind positiv überrascht worden. Trotz dieser Wahnsinnshitze sind sehr, sehr viele gekommen, was uns sehr freut. Zumal die Mitglieder vom Lunsenauer Angelsportverein keine Mühen gescheut haben, den Besuchern ein Fest mit einem vielseitigen Programm zu bieten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem die Kuchenlunsner. Beim Fischerfest kamen die auf ihre Kosten, die einfach nur feiern wollten. Aber auch die, die sich für den Angelsport interessieren oder mehr über den Lunsenauer Verein wissen wollten. Wir sind derzeit 60, ich sag jetzt mal rund, ich habe es nicht ganz genau im Auge, 60 Mitglieder. Wir veranstalten jährlich 4 bis 5 Gemeinschaftsangeltage. Was man wissen muss, wir legen auch großen Wert auf Umweltschutz. Also das bedeutet, wir befassen uns mit der Bereinigung vom Muldenrand, Naturschutz etc. pp. Also hat nicht nur was mit Angeln zu tun, sondern ist auch wirklich ein Arbeiten mit Umweltschutzmaßnahmen, sage ich jetzt mal. Die zugleich wichtig sind, damit sich die Fische wohlfühlen, auch in der Mulde. Die Mulde ist eigentlich mit sehr, sehr, sehr vielen Fischarten besetzt. Es ist ja so, jeder Angelverein bzw. jede Vereinigung, die da so Gewässer hat bzw. gepachtet hat, sind verpflichtet, diese auch zu besetzen. Also das ist nicht so, dass wir einfach Naturfisch, sage ich jetzt mal, gewachsenen Naturfisch angeln können, weil das wäre vollkommen unmöglich. Es ist also sehr wichtig, diese Gewässer auch zu besetzen. Machen wir im Prinzip in jedem Jahr, das kriegen wir dann von unseren großen, von unserem großen Verein in Chemnitz, kriegen wir dann Zuteilungen und die werden dann auch zum Teil mit LKWs angefahren und wird hier in der Mulde ausgesetzt. Es handelt sich um Speisefische, um sogenannte Buntfische, um Aale. Also es ist schon gigantisch. In Sachen Fischfang ist allerdings nicht nur der Mensch ein Spezialist. Vermutlicherweise haben wir ein größeres Fangdefizit, allerdings auch wegen gelegentlich angesiedelter Kormorane. Der Kormoran ist zwar sicherlich kein böser Vogel, aber seine Population ist fast, denke ich, etwas außer Kontrolle geraten. Und diese Jungfische, die wir hier einsetzen für relativ viel Geld, sind dann eine gute Nahrungsgrundlage für diese Vögel. Und in den Wintermonaten haben wir also im Park hinten sehr, sehr große Mengen an diesen Vögeln beobachten können.
In der Zeit von 13 bis 15 Uhr fand auf dem Festgelände eine Typisierungsaktion statt. Zu der hatte der Peniker Ingo Schmidt aufgerufen. Wer wollte, durfte sich kostenlos und schmerzfrei als potenzieller Stammzellspender für Leukämiepatienten registrieren lassen. Beim Internetauftritt der Stadt Limbach-Oberfrohna sticht Grün hervor. Noch mehr Grün gibt es seit dem 7. Juli. Ein Mausklick auf 360-Grad-Rundgang Limbach-Oberfrohna und schon ist man über der Stadt im Grünen. Stadt im Grünen stand in der Region bislang immer synonym für Liechtenstein. Doch jetzt, wo man Limbach-Oberfrohna 360 Grad von oben betrachten kann, ist unschwer zu erkennen, dass es in der Region mehr als nur eine Stadt im Grünen gibt. Für den neuen Blick auf Limbach-Oberfrohna sorgten Marcel Weidlich und seine Kollegen vom 360-Grad-Team. Mein Mitfotograf, der also mit mir in der Weltgeschichte umherreist, was der Christian Leichner ist, der hat halt auch schon immer diese Geschichte Foto im Hinterkopf. Und wir haben viele Jahre als Subunternehmen für verschiedene Firmen gearbeitet und haben weltweit schon Panoramen hergestellt. Irgendwann kam die Idee auf, auch für Kommunen Panoramen zu erstellen. Virtuelle Rundgänge in der Stadt, durch Freizeiteinrichtungen, Museen und andere Objekte. Und wenn wir heute sagen können, wir sind 360 Grad, LO ist 360 Grad, dann ist das ein Stück weit eine moderne Form der Kamera Obscura, wenngleich nicht in Echtzeit. Aber ich denke, das kommt dem, was Herr Weidlich hier uns vorstellen wird, sehr, sehr nahe. Wir sind sehr froh, dass wir mal diesen etwas anderen Weg auch Ihnen präsentieren können, diesen etwas anderen Weg der Präsentation einer Stadt. Einen, wie ich finde, sehr, sehr modernen und zeitgemäßen Weg, den wir sicherlich auch im Hinblick auf den Tag der Sachsen im nächsten Jahr ein Stück weit im Fokus haben. Limbach-Oberfrohna kann nicht nur aus der Vogelperspektive besichtigt werden. Einblicke gibt es noch andere. 3 Tage waren Marcel Weidlich und Co. in der Stadt unterwegs, um Panoramen aus der Zweibeiner-Perspektive zu erstellen. Im Fokus selbstverständlich Sehenswürdigkeiten wie das Esche-Museum. In 360 Grad kann man ebenfalls Schloss Wolkenburg besichtigen. Auch Freizeiteinrichtungen kamen vor die Linse, so das Limbomar. Im Tierpark ist gleichermaßen eine Besichtigung möglich, ohne sich vom Sofa zu erheben. Obwohl das nicht Sinn und Zweck der Panoramen ist. Die sollen vielmehr beim Betrachter die Lust wecken, den einen oder anderen Ort reell zu besuchen. Die Geschäftsstelle des Landesverbandes ADHS Sachsen ist umgezogen. Bisher waren Räume in der August-Bebel-Straße in Frankenberg angemietet. Seit Mitte Juni befinden sich die neuen Geschäftsräume in der Händelstraße 16. 5 Mitarbeiter kümmern sich dort um Kinder und Jugendliche, bei denen eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, diagnostiziert wurde. Als Ursache gilt eine neurobiologische Stoffwechselstörung im Frontalhirnbereich, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann. Diese äußern sich meist in Unaufmerksamkeit, Konzentrationsschwäche, Impulsivität und Hyperaktivität. Um diese Symptome in den Griff zu bekommen, hält der Landesverband ADHS Sachsen Therapieangebote für Kinder bereit, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Die neuen Räumlichkeiten bieten nun noch bessere Bedingungen für die Arbeit des Vereins. Das Herzstück und der ganze Stolz von uns, unser neuer Coachingraum, den wir wirklich ganz neu gestaltet haben. Das Schöne ist, vor allen Dingen sitzen wir direkt im Grün. Wir haben ein ganz großes Fenster und schauen genau auf eine riesengroße Wiese und ganz viele Bäume raus. Dann haben wir ein wunderschönes Büro für unsere 2 Damen, die sich um diese Selbsthilfegruppen kümmern. Und unser Seminarraum, wo die Eltern zum Elterntraining kommen. Dort haben wir auch ganz viele Eltern aus ganz Sachsen, die wirklich eine weite Anreise machen, einfach um dieses Elterntraining mitzumachen. Was die Eltern auch bei uns lernen, das ADS ist eigentlich keine Krankheit. Das ist genetisch bedingte andere Verhaltensweise. Und dass man sich auch hinter diesen ADS nie verstecken sollte. Der Verein unterstützt auch Selbsthilfegruppen. Außerdem gibt es Angebote für Erwachsene, die an ADHS leiden. Für die Arbeit mit Kindern soll sogar noch ein Mitarbeiter eingestellt werden.
Wir suchen ab September eine Fachkraft im Bereich Heilerziehungspflege oder Erziehung, also Erzieher, Pädagoge, der uns bei dem Coaching der Kinder unterstützt. Voraussetzung wäre, dass er Erfahrung hat mit verhaltensauffälligen Kindern und auch die Materie ADS versteht und sich reinversetzen kann. Um die Öffentlichkeit noch mehr für das Thema ADHS zu sensibilisieren, ist ein ganz besonderes Projekt geplant. Wir haben uns entschieden, eine Ausstellung zu machen über das Positive von ADS. Und da suchen wir ADSler, die irgendwas gut können. Gut malen, gut basteln, kreativ sind mit Tonarbeiten oder mit Holzarbeiten. Und die uns für unsere Ausstellung ab September bis Ende des Jahres ihre ganz persönlichen Dinge, die sie erschaffen haben, zur Verfügung stellen. Der Landesverband ADHS Sachsen befindet sich in der Händelstraße 16 in Frankenberg. Unter www.adhs-mittelsachsen.de findet man die Kontaktdaten und alle wichtigen Informationen. Zum zweiten Mal startete am 4. Juli in Zwickau das wohl schrägste Mopedrennen des Jahres namens Red Bull Vogelfrei. Unter den 400 Teilnehmern waren auch die beiden Moto2-Fahrer Sandro Cortese und Florian Alt. Doch beide mussten auf der Strecke technische Probleme verkraften, ließen es sich aber nicht nehmen, trotzdem jede Station anzufahren. Ob Schwalbe, Spatz, Star, Sperber oder Habicht, alles war vertreten. Hauptsache, die Zweiräder stammten vom traditionsreichen Fahrzeughersteller Simson und wurden zwischen 1964 und 1986 gebaut. Auf insgesamt 70 Kilometern waren 6 Stationen aufgebaut, wobei Pferdestärken nur zweitrangig waren. Es ging eher um Geschicklichkeit, Wissen und Technik. An Station 3 auf dem Sachsenring wurde ein Boxenstopp eingelegt. Hier mussten die Starter einen Benzinhahn zusammenbauen. Die meisten Teilnehmer konnten diese Aufgabe schnell bewältigen und wieder auf ihre Maschinen steigen, um über die Boxengasse den Sachsenring Richtung Hohndorf wieder zu verlassen. Fest steht, es war eine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre, die für jeden etwas zu bieten hatte. Vor allem viel Spaß. Wenn die Galerie Angewandte Kunst Schneeberg im Schloss Lichtenwalde zu einer Vernissage einlädt, dann ist ein volles Haus garantiert. Galerieleiter Professor Jochen Vogt konnte mehr als 100 Gäste zum Start der Ausstellung Edition begrüßen. Diese ist dem Holz gewidmet. Zu sehen sind aber keine hölzernen Plastiken oder Objekte. Im Vordergrund steht die Schönheit und Anmut des Naturwerkstoffes an sich. Die Exponate haben Studenten der Studienrichtung Holzgestaltung an der Schneeberger Designhochschule im Fach Materialästhetik hergestellt. Ich nenne es auch sehr gerne Materialpoesie, weil dieser Begriff eigentlich viel besser rüberbringt, was wir damit wollen. Die Studenten üben sich im Umgang mit Werkstoffen, insbesondere natürlich mit dem Werkstoff Holz, und sie versuchen im Zusammenklang mit vielen anderen Materialien spannende neue Kombinationen zu finden, die es so vielleicht noch gar nicht gibt. Zur Ausstellungseröffnung wartete auch wieder ein musikalischer Leckerbissen auf die Besucher. Ulrike Lichtenberg, Christian Bauer und Marc Hempel sind zusammen die Band Lissy McBrady im Swingerclub. Der etwas zweideutige Name bezieht sich auf den Swing als Musikgenre. Die drei jungen Musiker aus Leipzig lassen sich aber auch von anderen Musikrichtungen inspirieren. Wir selber hangeln uns so ein bisschen an den Genres lang. Also wir sind jetzt auf einem guten Weg und haben den Country für uns entdeckt. Wir sind große Western-Fans und machen gerade ein paar Country-Songs, die uns gut gefallen. Und haben jetzt sozusagen die letzten 3 Jahre, die es uns gibt, seit dem Beginn sozusagen angefangen, ja, unsere Linie zu suchen. Und sind jetzt erstmal an der Station Country-Western. Und die gefällt uns sehr, sehr gut. Ich glaube, da bleiben wir noch ein bisschen. Im Keller der Galerie befindet sich noch eine kleine Sonderausstellung mit dem Titel Mein skurriles Gefäß.
Unsere Studenten mussten sich mit dem Thema Gefäß befassen, allerdings nicht in einer Art und Weise, die sie zu einem nutzbaren Gegenstand geführt hätte, sondern weit ab davon, vielmehr so im Bereich der Philosophie. Es gibt also auch sehr schöne, interessante Geschichten zu den einzelnen Gefäßen. Ich will vielleicht mal eins benennen, was besonders poetisch wirkt. Es gibt zum Beispiel eine große Waage, das heißt eine Waage mit zwei großen Halbschalen, die aus Stearin angefertigt wurden, und diese Waage dient zum Abwägen und Aufbewahren der Gedanken, die man hat. Die Ausstellung kann noch bis zum 20. September im Schloss Lichtenwalde besucht werden. Geöffnet ist immer freitags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Rußdorf lud am 4. Juli zum traditionellen Gartenfest ein. Trotz der großen Hitze herrschte bereits am Nachmittag Gartenfeststimmung pur. Die treuen Fans der Veranstaltung ließen sich das Vergnügen an der gemütlichen Kaffee- und Kuchenrunde nicht nehmen. Um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, wurde, weil es hier etwas kühler war, die Fahrzeughalle im Gerätehaus zur Kaffeeklatschstube umfunktioniert. Aber auch draußen gab es reichlich schattige Plätze und viele Angebote von der Jugendfeuerwehr für die kleinen Gartenfestbesucher. Beim Büchsenschießen und beim Würfelspiel hatte man wieder die Möglichkeit, verschiedene Preise zu gewinnen, die Sponsoren zur Verfügung stellten. Trotz der Hitze schmissen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rußdorf auch die Gulaschkanone an. Der gut gefüllte Kessel war am Abend leer. Da wurde es auch in Rußdorf temperaturmäßig ein wenig angenehmer. Das Gartenfest machte nun seinem Namen alle Ehre. Die Gäste waren nicht nur zum Schwurfen eingeladen, es warteten auch verschiedene Höhepunkte auf sie. So durfte man Laudi und Cook Junior als Marionettenspieler erleben. An der Strippe hatten die zwei Horwinek und Spebel. In Lebensgröße sowie aus Fleisch und Blut zogen der wissensdurstige Horwinek und sein überforderter Vater Spebel das Publikum genauso in Bann wie die originalen Prager Holzpuppen. Es war einmal ein kleines Mädchen, und weil es immer ein Rotkäppchen getragen hat, nannte man es Rotkäppchen. Hast du das gesagt oder nicht? Ich werde verrückt. Ich auch. Du bringst alles durcheinander, so kommen wir zu keinem Schluss. Eine Kopie gab es ebenso von Howard Carpendale. Und weil das Gartenfest ein Fest der Freiwilligen Feuerwehr Rußdorf war, fehlte ebenfalls nicht die Präsentation der Feuerwehrhistorie, wenngleich man mehrmals betonte, dass die Darstellung künstlerisch überspitzt wurde. Manch einer von Ihnen kennt es sicher, was man alles so findet, wenn man ein Haus saniert. Mehr darüber, das erfahren Sie jetzt. Das Waldhaus, seit vielen Jahren als Jugendfreizeitstätte genutzt, war das letzte Haus des Hohenstein-Ernsthaler Bethlehem-Stifts, das nach einer umfangreichen Sanierung neu eingeweiht wurde. Das geschah am 3. Juli. Man stellte extra eine kleine Feststunde auf die Beine, zu der viele Gäste begrüßt wurden. Ein Jahr zuvor hatte die sächsische Sozialministerin Christine Klaus dem Diakoniewerk Westsachsen als Träger der Jugendfreizeitstätte einen Fördermittelbescheid in Höhe von 610.000 Euro übergeben. 270.000 Euro steuerte der Träger bei. 1890 war es bereits, dass die Gründer um den Pfarrer Siebenhaar hier über das Gelände, über den Hüttengrund scharwenzelten und suchten einen Platz, einen guten Platz, wo Kinder gesund werden konnten. Kinder, die in den dreckigen Großstädten ringsherum wohnten. Und es wurde dringend ein Bauort, ein Baugrund für ein Bethlehemstift gesucht.
wir würden vielleicht heute Luftkurort dazu sagen, hier wurden die Herren fündig. Die Wiedereröffnung nutzte man, um auf die Geschichte des Stifts und ganz speziell auf die des Waldhauses einzugehen, die infolge der Sanierung um einiges umfangreicher wurde. Das Waldhaus war das einzige Gebäude vom ganzen Bethlehemstift, was noch nicht saniert worden war. Und vor einigen Monaten war hier natürlich erstmal eine Entkernung notwendig. Und bei dieser Geschichte hat man unter den Dielen etwa so 300 Blatt, Briefe und Karten gefunden von einem ehemaligen französischen Kriegsgefangenen, der hier während des Zweiten Weltkrieges von 1940 bis 1942 untergebracht war. Diese Unterlagen haben natürlich eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Warum sind die Unterlagen noch hier? Warum hat er sie nach dem Krieg nicht mitgenommen? Ist er vielleicht gestorben? Und es stellte sich aber heraus, beim Einblick in die Kirchenbücher, nicht zu sehen, dass er irgendwo gestorben ist in dieser Zeit. Also gab es noch eine weitere Variante, er ist vielleicht geflohen. Und das hat sich dann im Laufe der weiteren Untersuchungen herausgestellt. Er hat nämlich in Frankreich, in seinem Ort in Limoges, wo er herstammt, hat sich scheiden lassen von seiner Frau im Juni 1944. Und im Herbst des gleichen Jahres hat er seine neue Frau wieder geheiratet. Aus beiden Ehen ist jeweils eine Tochter hervorgegangen. Und nach diesen Töchtern haben wir dann in Frankreich gesucht. Unterstützung gab es aus Fürth, die Partnerstadt von Limoges. Und haben also eine Verbindung bekommen zu einem Genealogen aus Limoges, der dann mit unwahrscheinlichem Fleiß und viel Sachkenntnis danach geforscht hat, hat diese beiden Töchter auch gefunden. Sie waren herzlich eingeladen hier zur Eröffnung des Waldhauses ins Bethlehemstift, aber sie konnten leider auf kurzer Weg in der Kürze der Zeit nicht kommen. Und vor 3 Tagen habe ich von beiden einen ganz emotional geschriebenen Brief gefunden, der dann auch heute bei der Einweihung verlesen worden ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es schwierig, wenn nicht unmöglich, mit ein paar Worten meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen über die überraschende Nachricht von der Auffindung von Briefen meiner Mutter an meinen Vater während des letzten Krieges. Alte Erinnerungen kamen mir wieder ins Gedächtnis. Die Erwartung der Antwort auf unsere Briefe, die Entbehrungen, die Angst, wenn wir an die Gefangenschaft dachten. Und da war die Freude über die unerwartete Rückkehr, weil er entkommen war. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin die jüngste Tochter aus der zweiten Ehe des ehemaligen Kriegsgefangenen Eugène Massot. Sie haben diesen Zusammenhang herausgefunden, als mir Pierre-Louise Vergnaud über die Entdeckung der Unterlagen meines Vaters berichtete, war ich sehr überrascht und erstaunt. Große Emotionen bewegten mich. Ich war sehr beeindruckt und bin es immer noch. Es ist 26 Jahre her, als mein Vater starb. Und erst jetzt wird mir ein Teil seines Lebens offenbart. Die Geschichte wird noch weitergehen. Wir werden also doch versuchen, die Nachkommen des Eugène Massot nochmal hier ins Bethlehemstift einzuladen und auch diesen engagierten Genealogen aus Limoges. Und dabei werden wir natürlich noch mehr aus dem Leben des Eugène Massot erfahren. Einblicke in die Geschichte gab es ebenfalls von Klaus Schmiedl, der heute 76 Jahre alt ist und vor genau 70 Jahren das Waldhaus kennenlernte. Wir waren damals zunächst mal ganz glücklich, dass wir wenige Tage nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt hier sein durften. Ich war damals sehr stark unterernährt und hier diese Heimleitung und den Träger der evangelischen Kirche hat uns aufgenommen. Wir haben zu essen bekommen und wir wurden insgesamt herrlich geführt von diesen Heimleiterinnen, von den Mitarbeitern des Hauses. Wir mussten improvisieren, das heißt aus alten gestrickten Strümpfen wurden Puppen gefertigt für die Mädchen. Ich bekam kleine Holzwürfel zur Verfügung und insgesamt waren wir sehr beengt. Das heißt, ich war damals eine Notaufnahme und wurde im Aufenthaltsraum, der ja auch relativ klein war, untergebracht. Es befand sich dort eine Nische. In diesem Nische wurde ein Bett für mich aufgestellt. Dort habe ich geschlafen. Das heißt, es war alles zusammen
Aufenthaltsraum, meine Schlafstelle und alles hat sich um diesen Raum gedreht. Wir waren froh, wenn wir das Haus mal verlassen konnten, um etwas frische Luft zu schnappen und es mal austoben zu können. Denn was damals hier geleistet wurde, das war ganz groß. Denn man hatte versucht, überhaupt für uns etwas Essbares zu bekommen. Klaus Schmiedl verbrachte 6 Wochen im Waldhaus. Er war der einzige Junge. Dass er überhaupt hier sein durfte, hatte er Vitamin B zu verdanken. Über gute Beziehungen ließ sich schon damals viel regeln. Unsere Familie ist auch mit dem Stift insoweit verbunden, dass wir, oder meine Großcousine, also Cousine zweiten Grades, hier die damalige Heimleiterin war. Sie hat das Heim hier geleitet. Gut, sie musste auch mir gegenüber sehr streng sein, aber wir haben es genossen. Und vor allen Dingen, lustig fand ich immer, ich war ein kleiner Zwerg von 6 Jahren und die Mädchen waren bis zu 17 Jahren. Ich war also der kleinste und einzige Junge und die anderen, die Mädchen, die waren schon relativ weit entwickelt. Es hat sich auch zum Teil ein Mutterkomplex entwickelt. Ich wurde verhätschelt, ich wurde bemuttert. Also das war ganz toll, was hier gelaufen ist. Mit den Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten hat sich in dem Haus sehr viel verändert. Nun, wenn ich heute das Haus betrachte und ich habe es schon gesehen, dann kommen wir zum Bewusstsein, unter welchen baulichen Ungereimtheiten damals das Haus vorhanden war und was heute daraus geworden ist, was daraus gemacht wurde. Diesen Raum, in dem ich mich damals aufgehalten habe, der auch der Gemeinschaftsraum war, gibt es in dieser Form überhaupt nicht mehr. Das ist alles modernisiert, Wände sind rausgerissen, sind verändert worden. Ich meine, es liegen immerhin 70 Jahre dazwischen. Das Bethlehemstift mit seiner Tradition, mit seiner Historie von über 100 Jahren, das ist natürlich etwas ganz Besonderes, was auch ich mit meiner Kindheit verbinde, denn hier im Hüttengrund, im Hainholz, bin ich auch als kleiner Junge immer rumgestromert und ich weiß es auch, die Christenlehre, wenn wir ab und zu mal einen Ausflug gemacht haben, dann sind wir auch hierher gekommen. Melancholie heute. Naja, jedes Mal, wenn ich hier in den Bethlehemstift gekommen bin, hat es sich wieder etwas getan. Ist wieder etwas fertig geworden, ist wieder ein neues Angebot da gewesen. Und jetzt ist halt alles fertig. Es lohnt sich gar nicht so richtig wiederzukommen. Vielleicht doch, um zum Beispiel den Wildapfel wachsen zu sehen, der anlässlich der Wiedereröffnung des Waldhauses am 3. Juli gepflanzt wurde. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sind am Ende unserer Sendung und ich mache mich vom Acker, denn mich zieht's zum Sachsenring. Da ist am Wochenende jede Menge los und das zeige ich Ihnen dann in der nächsten Woche. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss. Jetzt geht's los.